Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Und heute sind wir zu Gast wieder mal bei Max Stiegl. Genau nach einem Jahr eigentlich, oder? Ja, wir kommen jährlich zu Max hier nach Burbach, zu einem speziellen Ereignis. Guten Morgen, Max. Was machen wir heute da? Guten Morgen. Also heute findet ein Sautanz statt, Sautanz mit Kindern. Und wir versuchen, der Zukunft beizubringen, wo das Schwein herkommt und wo das Fleisch herkommt, wie man das Ganze macht. Und versuchen, das Ganze sehr gut zu inszenieren, also umzusetzen, das funktioniert. Du hast ja eingeladen, oder, zu dem Sautanz? Ja. War das Interesse recht groß, weil da sind halt irrsinnig viele Familien da bei dir. Das war nämlich skurril, weil wir haben überlegt, wir dachten, wir machen das so in, wir schreiben das aus und da melden sich irgendwelche Menschen irgendwann einmal. Mhm. Aber das war binnen zwei Stunden das ausreserviert. Super, und jetzt geht es gleich einmal los. Die Sau ist da hinten schon, die ist in einem abgetrennten Bereich, damit sie auch noch Ruhe hat. Das heißt, der Mike wird die jetzt dann mit einem Bolzenschussapparat schießen, dann werden wir sie schießen, ausbluten lassen und gleich aufbrechen. Man sieht, wir sind mittendrin, es ist kurz davor, dass es losgeht, aber wir sind ja auch live dabei, das ist sehr spannend für uns. Das heißt, okay, sie kommt dann rein, aber das tote Tier kommt dann schon rein da in den Raum. Naja, sie kommt ja nicht von selbst, also wir ziehen sie rein. Weil also die Kinder sehen den Tötungsakt nicht. Wenn sie möchten, schon, aber das ist nicht das Ganze, was... Also es geht ja nicht nur um den Tötungsakt, sondern es geht darum, dass es, was man alles draus macht, dass es den respektvollen Tod verdient, weil es soll nicht so sein, dass das Einzige, was hängen bleibt, ich habe es sterben gesehen. Das ja, so und das ist schon nochmal ein spezieller Akt. Gehört dazu, aber es ist nicht. Ja. Gehört dazu, aber es ist jetzt nicht, das ist wie wenn ein Mensch stirbt, also man reduziert ihn nicht auf den Tod, sondern da gab es ein Leben davor und es gibt ein Leben danach, es gibt einen Nachlass und genauso ist bei dem. Und hier ist deine Botschaft ja auch, zu sagen, was ist das Tier, es ist ein großes Tier, von dem Schwein kann man ja sehr viel nützen, verkochen, verarbeiten, genießen. Das heißt, weg von wir essen nur das Schnitzel oder wir essen nur ein kleines Teil, dass man auch lernt, sozusagen, was kann ich denn alles verarbeiten, oder? Erstens, dass man es lernt, dass man sieht, was alles möglich wäre und dass es eigentlich, natürlich ist es Arbeit, natürlich ist es Aufwand, sowas zu machen, man kann ein kleineres Tier nehmen, man könnte genauso ein Lamm verwenden. Das oder Tier ist 3 Jahre alt, habe ich gelernt. Ja. Mhm. Und also ein gut gewachsenes Schwein. Und dass man das wirklich gut verwerten kann, gut einlegen kann, einsuchen kann, um dass man auch ein Jahr damit auskommt. Also nicht nur einen Tag, sondern man kann einen Speck machen, den man später braucht und so. Okay. Danke, Max. Danke. Und neben uns steht die Therese Radmanner, wenn ich das richtig gesagt habe. Und kannst du uns einmal erklären, warum wir heute nach Burbach gekommen sind? Sehr gern. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben, mit wir meine ich das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, gemeinsam mit der AMA Marketing, ein Projekt initiiert, das nennt sich Lebensmittel Lebewesen. Wir sind von der Tatsache ausgegangen, dass sehr viele Menschen sehr gerne Fleisch essen, aber sich nicht unbedingt Gedanken darüber machen, was da alles dazugehört. Und vor allem ein Thema, nämlich dass das Tier sterben muss, dass es geschlachtet werden muss, ganz oft komplett ausblenden. Und wir haben auch in unserem Projekt Schule des Essens immer wieder mit Kindern gearbeitet, wo die Fragen dazu gekommen sind. Wie ist das Tier gestorben? Wie ist es mit der Betäubung? Die Fragen waren einfach da. Das heißt, die Kinder haben eher Interesse dran? Die Kinder haben totales Interesse dran gezeigt. Das war eigentlich überhaupt erst, hat uns erst dazu gebracht, uns mit dem Thema näher zu beschäftigen und uns zu fragen, wie kann man das kindgerecht aufbereiten? Und ja, und es gab dann viele Vorgespräche und viele Brainstormings und dann ist das Projekt langsam entstanden. Wir haben uns dann auch viele Experten dazu geholt, aus der Psychologie, aus der Pädagogik, aus allen möglichen Richtungen, um da auch wirklich sicherzustellen, dass die Kinder gut in das Thema eingeführt werden können, weil es ist ja doch ein großes Tabu. Ja, und wie alt sind die Kinder eigentlich? Die Kinder, die bei uns jetzt teilnehmen an dem Projekt, sind alle so ungefähr im Volksschulalter. Also es gibt ein paar Ausreißer nach oben und einige wenige nach unten, aber grundsätzlich im Volksschulalter. Aber sie kommen nicht alleine her, also die kommen nicht mit dem Bus und werden da... Nein, auf gar keinen Fall. Das war uns ganz, ganz wichtig, dass die Kinder im Familienverband
an diesem Projekt teilnehmen. Also wir haben ja mehrere Workshops mit ihnen. Wir bereiten sie sozusagen behutsam auf das Thema Schlachtung vor. Wir besuchen auch, oder haben wir schon gemacht, einen Schweinebauern, wo sie einen Einblick auch in das Leben der Schweine bekommen. Und ganz wichtig war eben immer für uns, dass das im Familienverband geschieht. Dass da, wenn, und das wird sein, weil Schlachtung ist ein emotionales Thema, wenn da Emotionen aufkommen, die für die Kinder vielleicht schwieriger sind, dass die Mama, der Papa da sind. Und zusätzlich haben wir auch noch eine Psychologin mit an Bord, die ist auch beim Sautanz heute dabei. Falls jemand Unterstützung braucht, ist sie da. Und er reden möchte, was er sieht wahrscheinlich. Genau, oder? Genau. Du, Therese, mir hat gut gefallen. Wir haben uns ja gestern am Abend hier schon getroffen. Es ist jetzt gerade Samstag in der Früh, wo wir da sprechen. Und es beginnt gleich einmal damit, dass dann die Sau geschlachtet wird. Da ist der Mike Andert, der ist der Profi. Genau. Ist ein Winzer hier aus der Umgebung und der macht die Schlachtung, wenn der Max zum Sautanz lädt. Mit ihm auch schon ein bisschen gesprochen. Dem war auch wichtig, dass man gestern am Abend auch schon ein bisschen zusammenkommt, sie kennenlernt, ein bisschen ratscht, sieht, wo das hier passieren wird. Also, dass es nicht hart quasi mit der Schlachtung passiert. Das finde ich sehr achtsam eigentlich, oder? Das ist sehr achtsam von ihm und deckt sich auch. Wir haben in der Vorbereitung unseres Projektes auch Gespräche geführt mit Menschen, die als Kinder Schlachtungen noch erlebt haben, um herauszufinden, was sind sozusagen die Faktoren, die es braucht, damit dieses Erlebnis ein positives ist. Und da war ganz, ganz oft der Hinweis, dass der Mensch, der das Tier getötet hat, der war ganz wichtig. Also wenn das irgendwie der Ungustl von der ungute Nachbar war, dann war das ganze Erlebnis negativer oder überhaupt negativ. Und wenn diese Person irgendwie eine vertraute Person war, eine Person, die man gern gehabt hat, dann war das viel positiver. Und der Mike Andert hat eben gesagt, er möchte unbedingt, er hat wortwörtlich gesagt, mit den Kindern Freundschaft schließen, bevor er dann als derjenige auftritt, der das Schwein stechen wird. Ich habe vorhin mit dem Mike ein bisschen geplaudert, weil ich wissen wollte, ob man ihn auch beim Podcast sozusagen, also ob man auch aufnehmen können, während er das Schwein sticht. Und dann hat er was Schönes gesagt, das passt zu dem, was du gesagt hast. Nein, das ist ein intimer Moment, da möchte er kein Mikro und da wird er auch nichts sagen. Ja. Sage ich, total verstehe ich und respektiere, finde ich sehr schön. Wir werden dann danach sprechen, wenn es weitergeht. Das Tier wird zerlegt, wir werden im Laufe des Tages viel essen von dem einen Tier. Ja. Früher hat man ja, glaube ich, ein Jahr sozusagen gelebt oder einen sehr langen Zeitraum gelebt von einem ganzen Schwein. Und das ist ein bisschen der Ursprung des Sautanz. Mhm. Und dann würde ich sagen, es geht offensichtlich los. Schauen wir uns an, was jetzt passiert. Wir werden jetzt mal zurückgehen, werden das Schwein schießen, stechen und dann ziehen wir es nach vor. Aus Sicherheitsgründen würde ich vorschlagen, beim Betäuben sind wir allein, sobald es betäubt ist, gehen natürlich alle hinkommen und das Stechen sehen. Und dann ziehen wir das Schwein nach vor. Wir stehen da jetzt hinter einem verschlossenen Tor und dahinter werden sich jetzt die Profis um das Schwein kümmern und es wird einmal betäubt und dann wird es mit einem Messer gestochen und dann kommt das tote Tier da in den Hof, wo dann die ganze Zerlegarbeit passiert. Die Kinder sind offensichtlich sehr neugierig, ist interessant, aber alle sind ganz andächtig und ruhig. Schauen wir, wie es weitergeht. So, das Schwein ist zu Tode gekommen. Und jetzt wird einmal das Blut rausgelassen am Boden. Schaut auch nach einer sehr anstrengenden Arbeit aus. Und wenn man so herumschaut, die Teilnehmer vom Sautanz, die das ja alle zum ersten Mal wahrscheinlich sehen, schauen sehr, sehr interessiert, sowohl die Kleineren als auch die Eltern. Und ja, es ist der Weg vom Lebewesen zum Lebensmittel. Sie erklären das jetzt für tot. Und ziehen es zum Saudruck. Christoph, jetzt sehen wir da gerade, dass alle ganz aufgeregt um das jetzt mittlerweile tote Tier stehen. Und der Mike, der da der Chef der Schlachtung ist, reibt gerade das Tier ein mit einem Saubecher, das genannt. Genau. Ich glaube, ein Harz, oder? Hat das er ist gesagt. Ein Harz von einem Baum. Mhm. Ja. Und was hat er gesagt, warum er das macht? Oder? Er macht das, um die Haut leichter vom Fleisch lösen zu können. Bevor jetzt das Tier auseinandergenommen wird. Das heißt, es wird jetzt mit heißem Wasser übergossen, deswegen kocht er wahrscheinlich auch das Wasser auf den Öfen. Das müssen wir uns jetzt auch genau anschauen. Und damit er die Haut und Haare leichter runterbringt vom Körper, oder? Jetzt werden Ketten befestigt. Ja, jetzt wird es aufgehängt, das Schwein wahrscheinlich. Jetzt das schauen wir uns aufgehängt, wieder an. Aufgehängt, genau. Ivan, du hast die Sau hergebracht, das ist deine Sau aus deinem Betrieb und du hast mir gesagt, das Tier ist 3 Jahre alt und jetzt sehen wir gerade, wie Haare und Borsten wegkommen vom Körper. Wie oft warst du bei so einem Sautanz schon dabei? Naja, an und für sich bin ich eh immer dabei, weil ich lasse zwar unsere Schweine schlachten, aber da bin ich dauernd, bis sie geschlachtet sind. Und das mache ich bei einem Fleischhacker, also bei einem Fleischhauer in der Region.
und da fahre ich hin und da werden sie einfach geschlachtet. Und bis sie geschlachtet sind, bin ich immer dabei. Und Ivan, was für eine Sau haben wir heute hier? Was ist das hier? Das war eine Mischung aus Turopole und Duroc. Turopole-Schweine sind die Fettschweine aus, ursprünglich stammend aus Kroatien bzw. aus Ex-Jugoslawien. Dort ungefähr bei Zagreb auf diese Gegend, Savian. Und das sind spezielle Speckschweine, Fettschweine, so wie die Mangalitsa in Ungarn. Also das sind ähnlich. Nicht? Und jedes Land hatte halt irgendwann so eine bestimmte Sau, ein bestimmtes Schweindel, das man halt gezüchtet hat. Und die andere Rasse ist die Duroc. Das ist auch so eine robuste Rasse, die hat aber mehr Muskelanteil und hat ein schönes marmoriertes Fleisch. Und das sind robuste Rassen alle und die werden sind eigentlich von mir dann gehalten worden, weil es wird nicht nur Speck gefragt, es wird dann auch Fleisch gefragt und deswegen haben wir das einfach. Sind das so Freilandschweine? Unsere sind komplett Freilandschweine, die haben einfach nur einen Unterstand, ansonsten sind sie Winter, Sommer, immer draußen. Und das ist auch der Grund, warum das Tier schon 3 Jahre ist? Ja, oder? Weil genau. Es braucht dann natürlich länger, bis es das Gewicht richtig erreicht. Nicht, wenn man den normalen Umlauf einer Zucht hat, so wie man es halt gewohnt ist, ist es ein halbes Jahr. Aber draußen im Freiland, wenn es herumrennt und dementsprechend sich auch das Futter sucht, dann braucht es zumindest bis 100 Kilo hat, 1,5 bis fast 2 Jahre manchmal. Und die sind natürlich, das sind schon ausgewachsene, schöne Tiere, die man eigentlich verwendet, ein langsam gewachsenes Fleisch und Fett einfach für Dauerwaren. Ne? Das ist für Specke ist das ganz ein ideales Fleisch. Ne? Das werden wir heute später eh noch sehen, das was der Max sehen, alles ja. Daraus macht aus dem Tier. Ja. Du, noch eine Frage zum Schluss. Du bist ja öfters beim Sautanz dabei. Jetzt haben wir da heute ja auch Kinder mit dabei. Und ich finde, die sind sehr engagiert, die interessieren sich, die sind neugierig, die helfen da jetzt auch mit beim Enthaaren und Entborsten von dem Tier. Überrascht dich das oder sagst du, das ist ganz natürlich, dass die Kinder da Interesse dran haben? Absolut nicht. Ich meine, es ist ja so, dass das Kind sehr neugierig ist, von Grund auf. Nicht? Und eigentlich wir Erwachsenen, wir sagen ja, wie das gehen soll. Von sich aus sind die bei den Schweinen dabei, wenn die mit den Ferkeln aufwachsen, dann sind sie mittendrin. Und es gibt, und genauso ist auch, wenn man die Erziehung hat, dass man die einfach frei lässt, dann machen sie das und sind begeistert von allen. Ne? Die Tiere, es ist, man darf nicht davon ausgehen, dass man nur so aufwächst und den Bezug zu einem Tier verliert. Ne? Wenn ich mir das jetzt vorstelle, weil wir haben ja auch Urlaub am Bauernhof zu Hause, ja? Und wenn die Kinder dann kommen und die Schweine sehen und dann fragt die Mutter vielleicht, na, was tut sie mit denen? Nicht? Sag ich, naja, essen tun wir es, also müssen wir es auch schlachten. Nicht? Was, das könnt ihr? Nicht? Habe ich gesagt, ja, weil dieses Schwein, das da um und um rennt, das hat ein schönes Leben, ja. Es gefreut sich, dass das da herumrennen kann. Wir freuen uns, dass das so schön wächst, dass es ein schönes Leben auch hat. Und dann, wenn ich es halt essen will, dann muss ich es halt auch schlachten. Michael, darf man dich gerade bitten, dass du ein bisschen beschreiben für uns, was du gerade machst? Ja, jetzt geht es los, eben das Tier in der Mitte zu zerteilen. Ich mache das mit einer Säge, mit einer Handsäge. Und gerade habe ich ein Filet rausgeschnitten. Also diese im Bamhagen, wo ich her bin, sagt man Zeißel. Das Zeißel ist das Ziesel, das ist so schlank und so wie das Filet im ist. Okay, also, aber das täuscht jetzt ein bisschen, weil heute essen wir ja nicht nur das Filet, sondern heute geht es ja darum, dass wir die ganze Sau zerlegen und nützen. Das wollen wir, genau. Aber es ist eben schön zu sehen, in welchem Bereich eben diese diversen Teile sind. Ich habe keine Ausbildung als Fleischhacker. Jetzt kann ich die meisten Teile nur so benennen, wie ich sie von meinem Vater und von meinem Großvater gelernt habe. Also fachlich stimmen wahrscheinlich nicht alle Ausdrücke, aber... Aber es klingt recht souverän, was du uns erklärst. Ja, es ist ja ziemlich wurscht. Ich habe gesagt, beim Sauzlegen früher,
sagt er, wenn wir es jetzt gehackt haben oder geschnitten haben, es war nicht ganz gerade in der Mitte, sagt er, gehört eh alles ins. Ja. Der Vater hat geschimpft und der Opa hat gesagt, das gehört eh alles ins. Ja. Schaut in Arbeiten. Wenn man sich da schön schneidet, ist auch nichts passiert. Du, und ich finde, ich mein, du erklärst das sehr aufmerksam, weil wir haben ja da halt Kinder dabei. Und ich finde, du erklärst das super und du merkst, die Kinder haben ein wahnsinniges Interesse. Die greifen auch, du hast zuerst den Darm rausgeholt. Und die Leber haben wir schon gesehen, das Herz und so weiter. Die Kinder interessiert das sehr, oder? Die haben gar keine Berührungsängste. Kinder interessiert genauso, wie eine Pflanze wächst und wie die Erde riecht und wie sie Erde anfühlt und genauso auch beim Fleisch. Aber nur ist es das schwieriger, Kinder eben zu einem frischen Fleisch, zu einem frisch geschlachteten Tier zuwiesen lassen, weil das halt vielfach gar nicht möglich ist, technisch, rechtlich. Und das Interesse natürlich, die kindliche Neugier, das ist vorhanden und das wäre auch das, und ist das Wichtigste, diese Neugier zu befriedigen, weil nur mit einem Erleben kann man sich Bewusstsein schaffen und mit einem Bewusstsein kriegt man Respekt und dafür ist es so wichtig, dass Kinder das genauso erleben. Absolut, und ich bin beeindruckt, die sind alle sehr interessiert, oder? Wollen aber Kosten angreifen, mitmachen. Das ist schön wichtig. Zu sehen. Unsere Hände brauchen das, müssen das alles spüren, ne? Und Kinder noch mehr. Und dafür haben wir das eben miteinander aufs Tier gestellt, und genau das erlebbar zu machen. Ja, super. Na, wir halten die nicht länger auf und schauen da weiter zu, was du machst. Ich muss sagen, gut. Ich muss immer starten, weil das ist ein Dreijähriger. Bis ich nicht mehr durch war, das ist ja wirklich los. Herr Dr. Blass, die Geschäftsführung der AMA. Warum unterstützt die AMA solche Aktionen wie heute hier in Burbach? Für die AMA Marketing geht es darum, Lebensmittel zu erklären, den Menschen zu helfen, den Umgang mit Lebensmitteln möglichst gut zu gestalten. Und Fleisch ist eines der wichtigsten Lebensmittel, nicht nur ernährungsphysiologisch, sondern auch in der Diskussion, in der öffentlichen Verhandlung von Nährstoffen und Lebensmitteln. Und wir haben beim Fleisch das zentrale Tabu. Wir sprechen nicht darüber, dass Tiere sterben müssen, um von uns als Fleisch gegessen werden zu können. Es gehört aber zur Wertschätzung gegenüber dem Lebensmittelfleisch, zu wissen, was dahinter steht, zu wissen, dass ein Tier gelebt hat, dass ein Tier zu Tode gekommen ist, um uns als Lebensmittel zur Verfügung zu stehen. Das hat mit Respekt zu tun und das hat mit Achtung vor dem Tier zu tun. Wir denken, wenn diese Zusammenhänge ein wenig stärker ausgeleuchtet werden, wenn Menschen die Gelegenheit haben, sich damit stärker zu beschäftigen, dann wird es auch für unseren Umgang mit dem Lebensmittel Fleisch und für unser Verstehen der Zusammenhänge zwischen Nutztierhaltung, Schlachtung, Verarbeitung und Genuss von Fleisch ein großer Vorteil sein. Wir haben sehr viele Kinder da. Kleine Kinder, relativ kleine Kinder zwischen 5 und 7. Sollen so junge Kinder schon herangeführt werden an diese Themen? Das ist eine ganz zentrale Frage, mit der wir uns jahrelang beschäftigt haben. Und wir haben mit zig Expertinnen und Experten gesprochen. Sie bekommen jede Antwort, die sie sich vorstellen können. Letztlich geht es darum, dass Familiensysteme für sich eine Lösung finden müssen, wie sie mit dem Thema umgehen. Es geht darum, dass Kinder und ihre erwachsenen Bezugspersonen, meistens die Eltern, gemeinsam eine Entscheidung treffen, ob sie an so einem Event teilnehmen möchten, unter, wie ich betonen muss, stark kontrollierenden Bedingungen. Wir haben eine ganze Armada von Pädagoginnen, Pädagogen, Psychologinnen, Psychologen hier. Sollte die Situation für irgendjemanden unbehaglich werden, sollte jemand das Gefühl haben, das tut mir nicht gut, dann sind Menschen da, die zur Verfügung stehen, fürs Gespräch, für die Begleitung, auch für einen kontrollierten Ausstieg, wenn jemand das möchte. Derzeit schaut es überhaupt nicht damit aus. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe auch nicht diesen Eindruck gehabt. Die Kinder haben einen vollkommen natürlichen Zugang zum Tier, auch zum toten Tier, einen haptischen Zugang. Sie greifen das Tier an, auch die Innereien, sie kosten. Kann das sein, dass wir als erwachsene Gesellschaft vielleicht manchmal sogar zu ängstlich oder vorsichtig geworden sind, dass man versucht,
quasi Kindern das unter Anführungszeichen gar nicht zuzumuten. Und die Kinder heute hier belehren uns gerade eigentlich eines Besseren. Ist natürlich klar, man wird, nicht jedes Kind wird gleich reagieren, auch nicht jeder Erwachsene möchte vielleicht bei einer Schlachtung dabei sein. Aber mein Eindruck heute hier ist, dass sowohl die großen als auch die kleinen Teilnehmer unglaubliches Interesse mitbringen, bis hin zu, wie es der Christoph gesagt hat, angreifen, auch die Innereien. Und das ist ja nichts Alltägliches. Wir sind das nicht mehr gewöhnt. Also ich bin fasziniert, wie soll man sagen, harmonisch und interessiert alle hier damit umgehen, oder? Ich sehe das genauso. Das ist ein sinnlicher Event, den wir da erleben. Menschen sind tatsächlich mit Geruch, Geschmack, Händen, haptisch dabei. Und die Frage, sind wir zu vorsichtig, möchte ich damit beantworten. Ich glaube, es gibt viele gute Gründe, vorsichtig zu sein. Jemand, der aufmerksam die öffentlichen Diskussionen verfolgt, der sich mit den Themen Tierhaltung und Töten von Tieren auseinandersetzt, hat gute Gründe, mit Behutsamkeit an das Thema heranzugehen. Wenn es so gemacht wird, wie wir es heute erleben, dann gibt es auch gute Gründe, daraus ein Fest zu machen. Das Tier hat gelebt, das Tier hatte in unserem Fall ein sehr gutes Leben. Das Tier hat bis zuletzt die Wertschätzung seiner Mitwelt genossen und das Tier wird zum Mittelpunkt eines Festmahles, das wir hier mit Kindern und mit Erwachsenen veranstalten. Und wie gesagt, wenn man sich umschaut, die Leute haben Freude dran. Wir haben gerade vorhin die Möglichkeit gehabt, das Herz zu verkosten. Der Max schneidet das gerade auf. Sie haben es auch gekostet, glaube ich. Natürlich. Hat es geschmeckt? Ein zäher Muskel, würde ich sagen. Ja. Dann schauen wir weiter, was wir noch bekommen. Danke. Guten Appetit. Also besonders beeindruckt hat natürlich die Kinder auch die Diskrepanz zwischen lebendem Schwein, das hier herumgelaufen ist, und dem Tod des Schweins. Ja. Man muss erklären, es hat eine klitzekleine Fauxpas am Anfang gegeben. Dieses Betäuben hat hier auch stattgefunden, aber auf einmal ist das Tier, das ist ein sehr großes Tier, also sehr betäubt war es eigentlich aufgestanden nicht, ja. Und herumgelaufen, ja. Und hat dann nochmal eine Runde gedreht. Genau, aber jedenfalls hat es einen riesigen Eindruck auf die Kinder gemacht, das Schwein hier im Hof des Max Stiegl herumrennen zu sehen. Ja. Und trotzdem auch hier bin ich irgendwie beeindruckt, wie gelassen alle das aufgenommen haben, oder? Also auch die Kinder, weil das ist wahrscheinlich nichts, was man schon einmal erlebt hat vorher, oder sicher sogar. Und das war irgendwie auch das, hat, es gehört dazu, oder? Dass das Tier sie nochmal, macht nochmal die Ehrenrunde, glaube ich, hat es der Max genannt. Und dann kommt es zur Tötung und jetzt genießt man den ganzen Tag das, was man von dem, ja. Von dem Schwein bekommen. Ich finde, dass die Kinder entweder super vorbereitet sind von ihren Eltern. Auf der einen Seite sind natürlich auch Kinder da. Du zum Beispiel, gell, du kommst nicht aus Wien, sondern aus Waidhofen. Gell? Die kennen das natürlich stärker als zum Beispiel meine Töchter. Ja? Die Tiere, die bei ihnen wohnen, die Hasen, die bei ihnen wohnen, die Händel, die bei ihnen wohnen, die Eltern gehen auf die Jagd. Da gibt es mehr Beziehung dazu. Ja, und das ist schön, dass man hier sieht, dass das... Ja, dass das offensichtlich doch verbreiteter ist, als man vielleicht glaubt. Mir als Verbohrte, also ich als Verbohrter Wiener, müsste ich sagen, du bist keine Wienerin, du bist Salzburgerin, du kennst das besser. Gell? Und jetzt schauen wir, dass wir wieder was zum Verkosten bekommen. Genau, ich sehe dort einen Schopfbraten. Den kosten wir jetzt. Das machen wir. Wir haben jetzt da gerade die Claudia getroffen. Claudia, du bist mit Sohn, Tochter, mit hier zwei dabei. Töchtern. Mit zwei Töchtern. Wie und kommt Mann. Sie, und der Mann, ich darf nicht vergessen. Wie kommt ihr daher zum Sautanz und wie gefällt es euch bis jetzt? Also ich habe über Instagram so ein kurzes Video gesehen von Max Stiegl, wo er gesagt hat, ja, es gibt eben einen speziellen Sautanz für Kinder. Da habe ich gedacht, ach, das klingt interessant, weil ich als Kind mal bei sowas dabei war, im familiären Kreis halt, und das war recht aufregend und spannend und habe gedacht, das wäre auch was für meine Kinder, weil es schon relativ früh Thema war, woher kommt das Fleisch überhaupt und aha, muss da ein Tier sterben, wenn ich da ein Würstel isst. Ich habe gedacht, das passt da ganz gut dazu, um da einfach tiefer einzutauchen. Und habe dann mal mit gut Purbach Kontakt aufgenommen, die haben mich dann weitergeleitet, habe dann mit der Therese ein Telefonat geführt, die mir das genauer erklärt hat, wie das läuft, was der Gedanke dabei ist, und habe das dann mit der Familie besprochen.
Meine Mama hat dann auch noch erzählt, wie sie so Sautänze erlebt hat. Aber das heißt, ihr habt in der Familie eigentlich schon fast ein bisschen eine Tradition, oder? Also ihr kennt es alle. Also meine Mama kennt es noch ganz gut, aber auch schon ganz lang nicht mehr teilgenommen. Und meins ist einfach auch schon ganz lang her. Es sind nur so ein paar Erinnerungen, aber so diese Grundstimmung war immer recht positiv. Und ihr positives Berichten davon hat dann nochmal so die Familie bestärkt. Ja, das wollen wir wirklich einmal live erleben. Kommt sie aus Wien, weil du einen Bezug dazu hast? Wir kommen aus Chorau, Niederösterreich. Ah, genau. Also ländlicher Gegend. Also ich kennst das irgendwie, diese Sachen. In der Verwandtschaft hat mal jemand Schweine gehabt, aber das ist eben auch schon ganz lang her. Also für wie Kinder auf die Welt gekommen sind, war das sicher schon 15 Jahre nimmer. Aber ja. Du selber hast das gekauft? Einmal, ja. Einmal. Und wie ist jetzt so heute der Eindruck von dir und von deinen Töchtern? Wie geht es euch bisher? Und was sind so die beeindruckendsten Erlebnisse heute? Wir sind jetzt doch schon ein paar Stunden beisammen hier. Ja, also es war einfach wirklich für sehr interessant und wirklich, wie das funktioniert, wenn das auch dann eben gewaschen wird, aufgehängt wird, so wie das, also eine Frage schon vorher vor der Kleineren war so, ja, wie funktioniert das richtig, wenn man das aufschneidet und die Därme und das rausnimmt, wie funktioniert das? Ja, und das also sehr halt, wissbegierig eigentlich, ja. Oder? Sehr neugierig und wissbegierig. Ja? Genau, und das haben wir heute schon gut miterleben können und einmal angreifen. Und wie geht es euch jetzt mit, weil ein Thema des Sautanzes ist ja auch, der Max hat heute ein paar Mal schon gesagt, dass man alle Teile des Tieres verarbeitet und wir verkosten da jetzt schon seit ein paar Stunden ja die Leber, das Herz und andere Teile. Wie geht es euch damit? Mir recht gut. Ich bin da sehr offen, die Kinder sind da ja zurückhaltend. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen, so welche Innereien sie überhaupt kosten würden und dann sind wir draufgekommen, Leber in Leberknödelform, das wäre schon was. Aber so, nicht das Leber. So als Leber selber nicht so. Und da haben wir gestern mit Michael schon besprochen, dass, ob das möglich wäre. Und er hat gesagt, ja, wenn das dein Wunsch ist, also bei Größer hat gesagt, wenn, dann Leberknödel. Also wenn das dein Wunsch ist, dann werden wir schauen, dass wir das organisieren. Und wie habt ihr die Kinder vorbereitet zu Hause auf diese Veranstaltung? Also es hat ja schon Workshops vor dem Sautanz gegeben. Da war das schon mal recht gut vorbereitet. Wie gehe ich mit Gefühlen um, die auftauchen können, wie kann ich mich da verhalten und einfach viel gesprochen drüber und Fragen vorher schon aufgeschrieben, weil die man einfach gern gewusst hätten. Und jetzt war alles lockerer als gedacht, dass die Kinder intuitiv mit der Situation umgehen, mit dem Tier. Also das habe ich ihnen schon zugetraut, dass sie es schaffen. Ich denke schon, dass ich da wahrscheinlich ein bisschen öfters gefragt habe, passt es her und magst du weiter hin oder magst du weiter her? Und meistens hat es geheißen, ja, passt schon. Ja. Oder es stehen schon wieder die Erwachsenen im Weg. Ja. Aber ich bin auch von deinen Töchtern gestanden. Ja. Aber da rühren wir uns einfach und dann passt es wieder. Ja. Gut, danke vielen dir. Dank. Und einen schönen Tag noch heute beim Sautanz. Dankeschön, ebenso. Danke. Alma, magst du uns ein bisschen erzählen? Wir sind da heute mit ganz vielen anderen Kindern und Eltern schon den ganzen Tag beisammen. Und da passiert heute ganz viel. Magst du uns ein bisschen erzählen, was du schon erlebt hast heute? Also mit meiner Freundin habe ich heute, wo ich gekommen bin, auf der Schaukel. Da bin ich mit ihr, die Schaukel haben wir gedreht. Und dann ist sie raufgesprungen und dann sind wir ausgedreht. Ah, war das toll? Ja. Hast du zu Hause auch so eine Schaukel? Nein, es war aufregend. Und hast du schon was gegessen heute? Ja. Ja, was hast du denn gegessen heute schon? Hast du vom Schwenderl was gegessen? Ja. Echt, wahr? Und hat es geschmeckt? Ja. Was war denn das? War das ein kleines Leberstückerl? Ja. Das war super gewürzt, gell? Vom Max. Was willst du noch machen heute hier? Also spielen. Hm. Vielleicht auch was essen? Vielleicht auch was essen. Wahrscheinlich die Krapfen, gell? Ja. Mhm. Super, danke schön, Alma. Danke bitte. Dir. Wie kommt ihr her? Wir haben das eigentlich entdeckt über soziale Medien. Mein Mann eigentlich, weil wir den Max Stiegl und dem Gut Purbach followen.
Und er hat das gesehen und hat auch gesehen, dass es eben von der Amme Austria ein spezielles Projekt ist, wo dann mit Kindern das zusammen gemacht wird. Wir haben dann darüber nachgedacht, ob wir das mit der Alma machen wollen, haben auch mit ihr gesprochen, haben es ja vorher erklärt. Wir haben aber auch Freunde, die selber ihre Schweine schlachten und ihre Tiere verarbeiten. Von denen beziehen wir privat oft Fleisch. Das heißt, die Alma hat das schon mal ein bisschen mitbekommen und wir finden halt, oder ich finde persönlich, dass das wichtig ist, dass einem Kind bewusst ist, woher das kommt. Auch mit dem Umgang dann einfach, dass es ganz klar ist, dass das nicht im Supermarkt im Regal wächst, weil ich glaube, gerade als Stadtkind, weil wir wohnen doch in Wien, ist das oft sehr glatt und sehr... Und gar nicht so einfach, das zu zeigen, oder? Das zu zeigen, es wird auch generell in der Stadt, finde ich, wenig mit Tod umgegangen. Ich kriege oft mit, wenn man irgendwo im Park spazieren geht, liegt eine tote Taube, dann gibt es Mütter, die sagen, na, die schläft nur. Und das finde ich halt persönlich nicht gut und ich finde, gehört ein Bewusstsein. Das gilt ja auch für Menschen, nicht? War da und dann ist er nicht mehr da. Nein, ich finde es blöd, weil ich finde, das gehört zum Leben dazu und ich finde, das muss man auch irgendwo lernen oder auch eine gewisse Akzeptanz, dass es dazu gehört. Ja. Und seid ihr überrascht, weil wir sind ja jetzt doch schon seit ein paar Stunden hier und ich finde, gerade die Kinder, aber auch die Erwachsenen zeigen ja unglaubliches Interesse heute an allen Phasen dieses Sautanzes. Und auch die Kinder haben offensichtlich überhaupt keine Berührungsängste, oder? Weil die wollten das Tier angreifen, die Innereien, wie der Michael angefangen hat zu zerlegen. Ja. Das ist total natürlich, oder? Ja, aber ich habe auch gehört, dass gerade bei Kindern da viel weniger Berührungsangst da ist, weil noch nicht so viel Voreingenommenheit da ist. Das weil ist Kinder auch eine halt Altersfrage. Weil die halt entdecken und alles. Und für Kinder in dem Alter, glaube ich, ist ja generell vieles neu. Da machst du das zum ersten Mal und das zum ersten Mal und du hast nicht schon so ein gewisses eingeschränkte Voreingenommenheit für gewisse Sachen. Ja? Weil ich glaube, dieses Ekeln vor gewissen Sachen entwickelt sich ja dann oft mit der Zeit. In der Pubertät dann. Und festigt sich dann auch. Ja. Wie schmeckt es euch? Was habt ihr schon alles ausprobiert? Wir haben schon alles gekostet, oder? Alles probiert, vom Hirn mit Ei bis zu Leber. Die rohe Leber, die gegrillte Leber, den Lungenbraten, jetzt die Plunzen, auf die freue ich mich jetzt schon. Das Tatar, da war ich Tatar, ja. Ja, also es ist jetzt alles sehr gut. Na, ist richtig, Man schmeckt so die Frische eigentlich, also dass das alles wirklich sehr frisch ist. Also, das ist schon beeindruckend, ja. Du bist die? Ella. Hallo Ella. Hallo. Wie gefällt es dir denn heute da beim Sautanz? Gut. Was gefällt dir am besten bisher? Wie das Schwein aber dunkel ist. Und jetzt tun wir ja schon eine Zeit lang ein bisschen kosten und essen. Hast du schon was gegessen? Hast du gekostet? Ja, das Grünfleisch habe ich schon gegessen. Und, hat dir das geschmeckt? Gut? Sonst habe ich noch nichts probiert. Ist das Schaukeln lustiger als das Essen? Ja. Und was ist die Mama da gerade? Die Mama von der Ella? Ich habe gerade einen Blutsterz. Ein Tomatl. Und holen wir noch ein bisschen Creme dazu, damit das noch ein bisschen mehr flutscht. Rasse kriegt. Ja. Und was hast du schon gekostet? Wir sind auch schon fleißig am Kosten. Also von Herz über Leber, wo ich zuvor noch nie roh probiert habe. Aber das war heute eine Gelegenheit und hat mich beeindruckt. Hat es gut geschmeckt? Hat mir taugt. Obwohl ich sagen muss, heute hat es gepasst. Ob es wieder kosten würde, weiß ich nicht. Ja, ist vielleicht auch der Situation geschuldet, oder? Das Ambiente, wenn man das sieht, also wie das alles so gemacht wird und die Herangehensweise dann sehr bereichert. Ja. Aber das heißt, das ist euer erster Sautanz, wo ihr dabei seid? Ja, unser erster Sautanz. Ja. Der Opa hat uns schon viel erzählt, der war schon einmal auf einem Sautanz, eben hier. Und der war schwer beendet. Der hat einen Sautanz gemacht. Aha. Und der war schon für die Ortschaft. Zu Hause auch gemacht. Er hat zum Geburtstag ein Schwein bekommen und es ist natürlich auch geschlachtet worden und da war so, ich sage jetzt mal, die halbe Ortschaft hat er dann eingeladen, weil von der Ortschaft hat er das gekriegt, das Schwein, und es war dann eigentlich ein bisschen so ein Gasselfest. Ja. Aber er hat es Sautanz genannt und wir haben auch die Innereien halt verarbeitet und halt Stück für Stück hat es halt immer was zum Kosten gegeben und es war auch eigentlich so ein bisschen wie da, nur war es halt. Und jetzt würdest du sagen, ist es neu für euch, dass ihr euch so intensiv damit beschäftigt, sozusagen vom lebenden Tier über die Verarbeitung und dann über das Essen der einzelnen Teile? Oder beschäftigt ihr euch in der Familie gern? Ist es für euch ein Thema immer schon, dass ihr sagt, ihr wollt auch, dass die Ella zum Beispiel versteht, was braucht es, damit man ein Stück Fleisch essen kann? Wie präsent ist das Thema bei euch? Uns ist es sehr präsent, durch das, dass wir zum einen in der Familie Jäger sind. Also ich bin eine Jägerin und auch der Opa ist Jäger. Also von dem her ist dieses
dieses Töten von Tieren und dass man das im Wildkühlraum dann hängen hat, dass man das aus der Decke schlägt, dass man das zerwirkt und dass man dann weiß, was man hat. Das ist absolut wichtig für uns. Und die Elle hat auch Haustiere, die auch genutzt werden. Wir haben Hasen. Und es sind ihre Hasen, sie werden auch geschlachtet und werden gegessen. Das heißt aber, ihr lebt im ländlichen Raum? Genau, wir leben im ländlichen Raum, sind aber normale Heiselleute, also wir sind eine ganz normale Familie und haben eben Hühner und Hasen. Und die Hasen kriegen wir im Frühling und sie werden im Herbst geschlachtet. Und wir schauen, dass es ihnen gut geht, damit wir auch was Gutes dann haben. War bis jetzt kein Thema, kann sich natürlich entwicklungsmäßig immer wieder ändern, phasenweise natürlich. Und die Ella weiß auch, dass es Hasen gibt von ihr, wenn wir es essen. Ah, ja. Also es ist kein Schmäh, es gibt nicht ein Händel, das irgendwie da am Tisch kommt, sondern es gibt es heute auch so die benannt Hasen. Dann. Absolut. Ja. Der Kuschelhase wird heute sozusagen... Ja, das, aber es sind Nutztiere für uns. Wir nutzen auch die Hühner, dass wir Eier kriegen und dass wir einfach dann irgendwann mal Händelsuppe machen. Und bei den Hasen ist es auch so, dass wir die Hasen halten, um sie dann auch zu nutzen. Aber wenn wir es haben, dann schauen wir, dass es ihnen gut geht. Es ist doch erstaunlich, dass es dann in Österreich solche Unterschiede gibt zwischen ländlicher Gegend und Stadt. Also ich kenne das natürlich nicht, weil meine Töchter haben keine Hasen gehabt und auch keine Händel etc. Sie kennen das überhaupt nicht. Ja? Und der Ella macht das nichts, wenn der Hase dann zum Abendessen kommt. Nein. Aber sie freut sich, weil wir kriegen in den nächsten Tagen Hasen, weil der Hase ist alles fertig. Übermorgen kriegen wir jetzt kommen eben die ersten Hasen. Ah, toll. Wir sind von einem örtlichen Hasenzüchter und den haben wir letztens schon getroffen und gesagt, jetzt sind sie soweit, jetzt gibt er sie auch wieder her, wieder aus. Und es ist auf eine Fleischrasse, es sind auf Hasen, die Fleisch ansetzen und keine Zwerghasen, weil da haben wir nichts davon. Und jetzt in den nächsten Tagen werden die Hasen kommen und jetzt freut sie sich natürlich schon auf die Hasen. Und Ella, du hast eine Schürze um. Tust du heute noch was kochen? Weiß ich noch nicht. Mal schauen, ob es beim Kochen mithilft, bei Max. Da steht sogar Ellas Küchenfee um. Ellas Küchenfee steht auf der Schürze, super. Na bitte, dann lass dich nicht aufhalten. Lass es nur schmecken heute. Sie war nach wie vor am Schwänzbraten. Ah ja. Und der kommt sicher noch früher oder später. Danke euch. Hallo, grüß dich. Hallo. Moritz, du bist der Sohn von Max. Ja. Ja. Und du schaust so professionell aus mit deiner Schürze, da steht ein Moritz drauf. Und du warst halt schon recht eifrig im Einsatz den ganzen Vormittag. Ist das nicht dein erster Sautanz, oder? Nein. Nein? Wie oft warst du schon dabei ungefähr? 50 Mal. 50 Mal? Darfst du immer mitarbeiten mit dem Papi? Ja. Was machst du alles beim Sautanz? Erzähl ein bisschen, weil unsere Hörer sind ja nicht live mit dabei, die sehen das nicht, was wir da heute alles gemacht haben. Mitkochen, Teile vom Schwein auseinanderschneiden und ein paar Schweinestücke behalten. Und Holz hacken, gell? Ja. Und hast gegessen auch schon was heute vom Schwein? Ja. Was denn zum Beispiel? Vom Schwein noch nichts. Ah, okay. Warum nicht? Du bist so beschäftigt. Oder bist du Vegetarier geworden? Nein? Was ist da heute alles zum Tun? Da ist ja rundherum passiert. Da drüben sieht man ein großes Feuer. Da wird der Sauschädel gerade ausgekocht. Und da drüben hackt wer Holz. Ist das ein Freund von dir? Ja. Ja? Wofür braucht man das Holz? Zum Einheizen. Weil man da braucht man heißes Wasser, oder? Ja. Damit man die ganzen Teile auskochen kann. Ja. Na dann, junger Mann, weiter so. Auf die nächsten 50 Schweine. Auf die nächsten 50 Sautänze. Danke, Moritz. Danke dir. Tschüss. Baba. Hallo, Luis. Erzähl uns ein bisschen, was hast denn du heute schon gekostet vom Schwein? Herz und Leber. Und war das zum ersten Mal oder hast du das schon öfters gegessen? Schon öfters. Schmeckt dir das? Ja. Ja. Was schmeckt besser, Herz oder Leber? Herz. Roh oder gebraten? Roh. Roh ist es am liebsten. So wie ein Sushi. Ja. Und du hast auch so eine professionelle Schürze an, wie dein Bruder und wie der Papa, oder? Das heißt, du machst das öfters. Hilfst du dem Papa öfter beim Kochen auch? Ja. Ja? Willst du mal Koch werden? Ja. Wirklich? Ja. Na gut, dann ist super, wenn du jetzt beim Sautanz schon dabei bist. Du, und da sind viele Freunde heute oder viele andere in deinem Alter auch da? Nein, eigentlich nicht. Sind alle jünger als du, oder? Ja. Ja, ach so, natürlich, klar.
Aber redet ihr untereinander auch über das, was da heute alles zu erleben ist? Und? Was sagen die anderen? Weil die sind ja nicht alle wahrscheinlich so ein Profi wie du. Die werden es vielleicht zum ersten Mal erst erleben, oder? Ja. Und wie geht es denen so damit? Oder was erzählen die? Sind die geschreckt oder nicht? Nein. Der Gesichtsausdruck war jetzt, was ist das für eine Frage? Du ja sowieso nicht, weil wie viel Sautänzen warst du schon mit dabei? Viele, oder? Der Moritz hat gesagt 50. 70 oder so. 70, es wird immer mehr. Gut, du bist älter, ja. Genau. Okay, na dann vielen Dank und wir halten dich nicht weiter von deiner Arbeit ab. Danke. Danke Luis. Dir. Bitte. Was vom Tage übrig blieb, ein paar Teile haben wir noch, gell? Ja, wir stehen da vor dem Gerüst, wo die Sau auch gehängt ist, wie er sie zerteilt hat. Und jetzt hängen da ein paar große Teile. Ich sehe Rippen. Ja, zwei Schinkenschenkel haben wir da. Ja, relativ groß. Da sind noch ordentlich viele Knochen dran auf der einen Seite. Rücken. Und das, aber ich würde trotzdem sagen, das sind die Teile, die man wahrscheinlich gemeinhin eher kennt oder erkennt, oder? Also die man eher in der Breite konsumiert. Aus Spanien, gell? Ja. Oder Italien. Ja, aber sozusagen die, was wir heute schon ein paar Mal besprochen haben, die Edelteile, ja, die man leichter mal wo bekommt, in unterschiedlichen Qualitäten, aber isst, die und man gewöhnt ist. Den Rest haben wir nämlich schon gegessen. Und den Rest haben wir heute ja schon gegessen, ja, genau. Und es war herrlich. Vortrefflich hat es geschmeckt. From nose to tail. Vom Lebewesen zum Lebensmittel. Christoph, da essen wir gerade einen Schweinebauch mit Kruspeln. Mhm. Wie schmeckt's? Erdäpfelspalten. Und Creme drauf. Saftig ist es. Knusprig ist es. Perfekt. Fantastisch, oder? Besser geht's nicht. Ich finde, es mag Einbildung sein, aber wenn man schmeckt, dass es dem Tier gut gegangen ist und dass das irgendwie in Ruhe gewachsen ist. Und man schmeckt auch, dass der Max ein Meister des Faches ist. Das muss man auch sagen. Das stimmt. Ja. Das ist eine Summe von vielen Experten. Ein Ergebnis von vielen Experten. Ich würde es entweder knusprig hinkriegen oder saftig. Ah ja. Aber er kriegt das ist beides. Knusprig und saftig. Ja, schmeckt fantastisch. Wie ist der Tag für dich gelaufen da? Sehr, sehr beeindruckend bisher. Sehr genussvoll. Und ich finde, ich kann es nicht anders ausdrücken. Seit 7 Uhr, seit dem Beginn, seit dem Schlachten selbst. Ein sehr positiv emotionales Erlebnis, oder? Es sind alle sehr berührt, finde ich, und das ergibt einen großen Respekt dem Tier gegenüber. Aber trotzdem sehr locker. Ja, sehr viel Interesse, sehr viel Ausprobieren, weil wir essen da ja alles vom Tier, also wir haben schon gehört, Herz, Leber, Innereien, jetzt gerade den Bauch. Und es gibt eine große Offenheit und Neugierde und aber auch die Wertschätzung dem gegenüber, was wir da jetzt konsumieren. Am meisten hat mich erstaunt, dass die Kinder so locker und lässig mit der Situation umgehen. Mhm, stimmt. Mit dem Tod, das hat also kein Kind hier irgendwie aus der Bahn geworfen, aus ganz dem im Orbit Gegenteil, geschossen. Ganz im Gegenteil. Ja? Es war da auch großes Interesse mitzuverfolgen, wie das vonstatten geht. Toll habe ich gefunden, dass die Eltern offensichtlich vorher mit den Kindern schon so darüber geredet haben, dass sie die Situation akzeptiert haben und dann sogar so weit gegangen sind, dass sie das Tier berührt haben, sogar die Gedärme. Also ja, wirklich heftig irgendwie, wenn man vorher drüber nachdenkt. Und dann ist es ganz natürlich, wenn man es sieht und selber dabei ist. Ja, von einem großen Respekt getragen irgendwie, oder? Der ganze Tag. Das ist eigentlich ein sehr schöner Eindruck, den man da mitnimmt. Greifst zu, nehmt's nur, nehmt's ein bitte. Ein toller Tag, ein tolles Erlebnis. Ich habe gerade einen Erdäpfel im Mund. Ja. Und man kann den Leuten eigentlich nur empfehlen, selber mal beim Sautanz mit dabei zu sein. Ja, das stimmt. In diesem Sinne essen wir weiter, oder? Guten Appetit. Danke.